Mann, bitte, ich muss Glück haben. Komm schon, Maschine, ich glaube an dich. Gib mir was Leckeres. Skittles, das Glück war auf meiner Seite. Ich möchte auch Glück haben. Ich will was Leckeres, damit Mia neidisch ist. Na komm schon. Hä? Katzenfutter? Das wollte ich sicher nicht haben. Geschieht dir zurecht, Jennifer. Ich hab's satt, ich will was Leckeres. Oh Mann, wir haben einen magischen Knopf bekommen. Lass mal draufdrücken. Hä, was ist denn hier los? Hier sind meine Gäste. Freut mich, euch zu begrüßen. Na, drückt auf den Knopf. Okay, ich nehme den orangefarbenen. Let's go! Gute Wahl, Jennifer. Du kriegst Nutella von mir. Da hast du ja richtig Glück gehabt. Ich habe einen ganzen Eimer für dich. Er gehört dir. Oh, das riecht ja voll lecker. Das ist Nutella. Den Geschmack werde ich doch sicher erkennen. Bitte sehr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh Mann, den Eimer hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Voll lecker. Okay, wenn die unglückliche Jennifer Glück hatte, dann werde ich doch sicher auch was Leckeres bekommen. Und du hast recht, Mia. Du bekommst nämlich Marshmallows. Eine riesige Packung davon. Wow, es regnet Marshmallows. Ich will die mit dem Mund fangen. Geschafft. Voll die coole Idee. Jennifer, ich brauche mal kurz deine Wange. Mia, was machst du denn da? Ach, komm schon, jetzt sei nicht so. Ich wollte doch nur was von deiner Nutella. Wie lecker. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Oh Mann, Mia hat so viele Marshmallows. Vielleicht hält sie auch mit mir. Mia, gibst du mir auch was von den Marshmallows? Du willst ein paar Marshmallows? Warum nicht? Bitte sehr. Dankeschön, Mia. Hey, was machst du da? Ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Das sind meine Marshmallows. Ich werde die selber essen. Oh Mann, okay. Ich werde sicher noch was Gutes bekommen. Ich sag's dir nur ungern, aber statt Marshmallows bekommst du Klopapier. Hä, was ist das denn? Aua, mein Kopf. Vorsicht. Das sind eindeutig keine Marshmallows. Alles klar, das ist Klopapier. Moment mal, die Gelegenheit muss ich doch ausnutzen. Hä? Was ist das denn? Klopapier? Mit was ist das denn verschmutzt? Beim nächsten Mal wirst du nicht so gierig sein. Oh nein, womit hast du mich vollgeschmiert? Ach komm schon, Schätzchen, reagier doch nicht so. Drück auf den Knopf. Okay, ich drück auf zwei gleichzeitig. Gute Lösung, du bekommst Honig und Mehl. Lass uns anfangen. Hä? Was ist das denn? Wieso ist das so klebrig? Das ist ja Honig. Boah, wie cool ist das denn? Freut mich, dass es dir gefällt. Und hier kommt der lustige Teil. Wie lecker. Bleib mal kurz stehen. Hä? Was ist denn das auf einmal? Das ist ja was Weißes. Ist das Schnee? Oh nein, das ist Mehl. Du hast es erraten. Viel Spaß. Wie soll ich denn das genießen? Mia, du siehst einfach toll aus. Jennifer, du bist dran. Okay, ich nehme diesmal den rosa Knopf. Aha, und du kriegst lecker Schmecker, knusprige Einhornringe. Wow. Ich bin bereit. Okay, mach den Mund auf. Mann, ist das lecker. Genieß es, Schätzchen. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde die Cornflakes einfach mit meinem Nutella-Eimer auffangen. Das ist viel einfacher, die so zu essen. Voll toll. Das könnte ich jeden Tag so machen. Okay, Jennifer, freut mich, dass du glücklich bist. Oh, wenn ich jetzt noch etwas Milch haben könnte. Hä, was hast du denn vor? Aha, ich verstehe schon. Milch, natürlich. Ich meine, wir alle lieben die Kombo Cornflakes mit Milch. Oh, so ist gut. Ich lasse die Milch einfach in den Eimer fließen.
Oh, voll lecker. Hey, Clown, hast du mich schon vergessen? Ich drück einfach auf den Knopf. Ich hoffe, ich krieg was Leckeres. Ich will ja nichts sagen, aber diesmal kriegst du Hundefutter. Aber es wird auf jeden Fall Spaß machen. Oh, das stinkt ja. Komm schon, das reicht jetzt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich will deine blöden Spiele nicht spielen. Tja, da lässt sich jetzt leider nichts machen. Wenn ich erstmal aus der Box raus bin, kannst du was erleben. Come on! Ich muss hier rauskommen, also drücke ich auf weitere Knöpfe. Du hast alles richtig verstanden. Und diesmal bekommst du rohe Eier. Das wird voll cool. Boah, das tut voll weh. Hey! Oh, man! Nein, das sind rohe Eier. Die fallen mir direkt ins Gesicht. Ach, komm schon, Jennifer. Kopf hoch. Ah, und übrigens, du hast zwei Knöpfe gedrückt. Das war's noch nicht? Nein, jetzt kriegst du noch Federn. Oh nein, Federn, ein ganzes Bündel. Okay, mein Glück hat mich eindeutig verlassen. Jetzt sehe ich aus wie ein Huhn. Was hast du nur mit mir angerichtet? Die Federn stehen dir voll gut, Jennifer. Na komm schon, Mia, drück auf den Knopf. Oh, das nenne ich ja mal eine Wahl. Du kriegst ganz schön scharfe Tabasco-Soße. Viel Spaß damit. Ach du meine Güte, ich werde einfach den Mund zuhalten. Ja, hoffentlich wird dir das helfen, Mia. Okay, endlich ist das vorbei. Ah, das ist ganz schön scharf. Erstaunlich, das macht voll viel Spaß. Oh Mann, ich wurde angebrannt. Du hättest mich nicht mit Tabasco-Soße übergießen sollen. Alles ist in Ordnung, die Feuerwehr ist schon am Start. Dieses Feuer werden wir löschen. Okay, vielen Dank, jetzt geht's mir besser. Na, siehst du, Ende gut, alles gut. Oh. Wo sind wir gelandet? Ich denke, das ist eine neue Challenge. Wie aufgeregt. Kann ich bitte anfangen? Ich bin sicher, dass in diesem Safe etwas Leckeres ist. Falsch geraten, aber das ist auch ziemlich cool. Es gibt einen Berg von Pop-Its. Sie sind irgendwie komisch. Sie riechen zu gut. Wow, es geht also doch um Essen. Mila, hast du den Verstand verloren? Gummis kann man nicht essen. Du verstehst gar nichts. Das ist kein echtes Gummi, das ist Weingummi. Es ist so lecker. Ich möchte alles auf einmal essen. Es passt kaum in meinem Mund, aber ich kann alles schaffen. Du hast Glück. Wir sind neidisch. Genau. Ich hätte nichts dagegen, es einmal zu probieren. Es war köstlich, aber ich bin vollgestopft. Gibst du uns dann den letzten Pop-It? Ich schlage vor, wir nehmen es selbst, ohne zu fragen. Eigentlich sehe ich alles. Ihr dürft mein Pop-It nicht anfassen. Ich schaffe das ganz gut allein. Okay. Schon gut. Ich kümmere mich um meinen Safe. Was zum Teufel ist das? Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ich glaube, es bewegt sich. Oh nein, es sind lebende Würmer. Was für ein Albtraum. Ich möchte nicht in deinen Schuhen sein, Juli. Nimm das weg von mir. Ich glaube, deine Würmer sind direkt Mila getroffen. Was hast du getan, Juli? Räume alles weg. Beruhige dich, wir brauchen einen Staubsauger. Mila hat einen Wurm direkt vor der Nase. Aber das ist überhaupt nicht lustig. Alex, hilf mir. Mila, keine Sorge, ich werde das jetzt auch putzen. Mach den Staubauge aus, er saugt an meinen Lippen. Das war wirklich lustig. Wow, schau mal, was aus Mila geworden ist. Meine Lippen sehen aus wie aufgeblasene Knödel. Das ist alles eure Schuld. Alex Schuld. Er lachte ständig und lenkte mich ab. Es ist an der Zeit, ihm eine Lektion zu erteilen. Was hast du getan, Julie? Mein Mund ist voll mit Würmern. Aber jetzt können wir gut lachen. Übrigens, hast du deinen Safe-Hülle vergessen? Da ist eine seltsame Dose drin. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht soll ich es probieren. Wie schmeckt es? Irgendwas scheint mit mir zu passieren. Aber ich verstehe nicht, was es ist. Mila, schau mal. Alex wird ganz klein. Ganz genau. Es steht ihm.
Er sieht wirklich süß aus. Alex, halt dich gut fest. Ich hebe dich auf den Tisch. Danke, Mila. Aber du hättest ein bisschen vorsichtiger sein können. Wie sehr wir dich mögen, Alex. So soll es immer bleiben. Solange es mich nicht stört. Wow, Bob It. Endlich kann ich es ausprobieren und auch gleich drauf springen. Oh, großartig. Das ist sogar besser als ein Trampolin. Was machst du da, Alex? Genieße mein Leben. Er ist ja wirklich ein süßer Kerl. Dieses Luftkuss schicke ich dir. Puh, das war's. Ich höre auf, herumzuspringen. Ich bin sehr müde. Wollen wir dann ein bisschen spielen? Noch mehr? Ich möchte keine Dummheiten machen. Du hättest mich überhaupt nicht beißen müssen. Du hättest einfach Nein sagen können. Aber es macht so viel Spaß. Spaß, sagst du? Ich zeige dir, was wirklich Spaß macht. Kämpfen. Was hast du vor, Juli? Sie will, dass ich den Wurm besiege. So einfach ist das. Ich besiege ihn mit einer Hand. Bis jetzt klappt es nicht gut. Das ist okay. Ich habe immer noch eine Chance zu revanchieren. Gut gemacht, alles. Du gewinnst. Nimm das, du dummer Wurm. Noch ein bisschen. Ich gewinne. Du bist so stark. Super. Du hast uns schon überrascht. Nun, ich denke, es ist an der Zeit, zurückzukehren. Wow. Du bist wieder ganz normal. Und darüber bin ich froh. Kann ich dieses Mal anfangen? Wir sind nicht dagegen. Wow, habt ihr das gesehen? Ich habe ein brandneues iPhone bekommen. Das ist so cool. Das ist kein Grund, bei deinen Freunden anzugeben. Ihr solltet alle neidisch auf mich sein. So ein Handy könnten ihr nie haben. Alex, geh aus dem Bild. Gib es mir. Ich nehme dein Handy. Oh, alles verstanden. Es wird lange dauern. Gebt es mir. Jetzt reicht es aber. Was machst du, Mila? Gib das iPhone zurück. Stört mich nicht. Ich spiele gerade. Eigentlich wollte ich das auch. Na und, das ist mir egal. Was habt ihr getan? Ihr habt mein Handy fallen lassen. Ups, es ist so peinlich. Was ist los mit ihm, Alex? Sag es mir. Es ist besser, wenn du es nicht siehst. Oh nein, nicht das. Es ist kaputt. Es tut uns leid, Juli. Wir wollten es nicht. Lass uns nicht streiten. Lieber sehen wir, was in meinem Safe ist. Ich glaube, ich höre ein seltsames Geräusch. Was ist da drin? Ich kann es nicht raus. Es gleitet von mir. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das ist ein Frosch. Meinst du das erst? Das kann nicht sein. Hilfe, nehmt ihn von meinem Kopf ab. Tut mir leid, aber ich kann ihn nicht anfassen. Puh, ich glaube, ich habe ihn losgeworden. Nein, es ist auf mich gesprungen. Das ist so witzig. Igitt, das ist so schleimig. Nehmt ihn weg. Was hast du getan, Juli? Ich hätte ihn fast verschluckt. Oh. Ich glaube, wir hatten umsonst so viel Angst vor ihm. Seht nur, wie süß er ist. Und wenn er ein wunderschöner Prinz ist. Ich werde versuchen, einen Frosch zu küssen, um den Zauber zu lösen. Hat es funktioniert? Oh. Mila hat den Frosch geküsst. Na und? Das musste ich überprüfen. Aber ich will sehen, was in meinem Safe ist. What? Da ist eine Art Zylinder drin. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Probier ihn an und schau, ob er dir passt. Oh. Vorsicht, Mila. Dein Frosch ist schon wieder weg. Schau, was aus ihm geworden ist. Jetzt sieht er aus, als wäre er aus Schokolade. Nun, er sieht tatsächlich so aus. Wow, das ist definitiv Schokolade. Das ist lecker. Ich habe verstanden, wie dein Zylinder funktioniert. Und ich weiß auch schon, was ich da reinlegen werde. Was machst du da, Juli? Schon getan. Ich habe mein kaputtes Handy in Schokolade verwandelt. Großartige Idee. Es schmeckt so gut. Ich muss auch etwas zaubern. Aber ich habe nichts. Schau mal, Juli. Alex hat sich in Schokolade verwandelt. Was machst du da, Mila? Wozu brauchst du seinen Finger? Halt, esse ihn nicht. Du hattest recht, daran habe ich nicht gedacht. Ich weiß, wie wir Alex zurückbekommen. Wir müssen nur den Zylinder ausziehen. Danke, Juli. Ich bin an der Reihe, der Erste zu sein. Ich glaube, dieses Mal habe ich ein
gutes Zeug bekommen. Wow, ein Schokoladenmilchshake. Das sieht fantastisch aus. Teilst du mit uns? Ich muss ihn zumindest zuerst aufmachen. Du bist nicht selbstständig. Du sollst hier drehen. Danke. Und jetzt teilst du mit mir? Nein, natürlich nicht. Wie konntest du nur an so etwas denken? Ich werde alle selbst trinken. Übrigens, es ist sehr köstlich. Geizhals, ich habe dir geholfen. Na gut, dann nimm was. Was hast du gemacht, Juli? Du verschüttelst so meinen ganzen Cocktail. Und wenn du teilen würdest, hättest du noch mehr übrig? Sehr witzig. Jetzt ist Mila dran. Okay. Ich will ihn nicht öffnen. Das ist bestimmt etwas Ungenießbares drin. Bitte sehr, ein stinkender Fisch. Ich habe es gesagt. Was soll ich denn damit machen? Ich kann es nicht in den Mund nehmen. Beeil dich und iss, sonst ersticken wir. Aber das will ich nicht. Nur für euch. Ich bin bereit, das zu tun. Wie ekelregend, ekelhaft. Ich werde nie wieder in meinem Leben Fisch essen. Du hast noch ein bisschen übrig. Iss bitte schnell auf. Okay, okay. Ich glaube, ich würde lieber den ganzen Fisch essen. Unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ich hätte nicht gedacht, dass Mila dazu fähig ist. Vorsichtig! Du hast mir einen Fischstachel ins Gesicht geworfen. Aber es war trotzdem lustig. Nicht wirklich. Mache deinen Safe auf. Hier ist eine Praline drin. Was soll ich damit machen? Ich glaube, ich werde es einfach essen. Es schmeckte gut, aber war sehr, sehr wenig. Das ist eine seltsame Leckerei. Einverstanden. Oh, was passiert mit mir? Du hast Süßigkeiten überall auf deinem Gesicht. Und meine Hände auch. Ach du meine Güte, die Süßigkeiten waren also doch magisch. Schaut mal, die neuen Süßigkeiten ersetzen die alten Süßigkeiten. Okay. Darf ich auch eine probieren? Großartig, es schmeckt so gut. Schau, jetzt bin ich auch mit Süßigkeiten bedeckt. Fantastisch, ich mag es so sehr. Willst du auch, Mila? Nein, danke. Ihr seid so seltsam. Juhu, neue Saves. Ich bin bereit, meinen zu öffnen. Wow, das ist ein Glas Nutella drin. Stimmt, wie groß ist es? Super. Pass auf, wo du den Müll hinschmeißt, Juli. Aua, das tut weh. Entschuldigung, die Nutella hat mich so unaufmerksam gemacht. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Schaut nur, wie schokoladig. Eine echte Leckerei. Ich will auch welche. Großartig. Ich habe ein bisschen gehabt. Super. Hey, du kommst zu nah zu meiner Nutella, Alex. Ich werde sie niemandem geben. Juli, du bist total schmutzig. Na und? Oh nein, meine Hand hat im Glas gesteckt. Sieht aus, als bräuchte jemand dringend Hilfe. Zieh, Alex, ich will nicht mein ganzes Leben lang so herumlaufen. Ich ziehe, aber sie kommt nicht raus. Hilfe, ich falle. Aber du hast doch gesagt, ich soll ziehen, oder? Wow, jetzt haben wir ein Glas Nutella. Wenn ihr mich fragen wollt, wie es mir geht, alles ist in Ordnung. Ehrlich gesagt, wir wollten nicht fragen. Warum hast du meine Nutella genommen? Oh, es ist so gut, dass noch etwas übrig ist. Oh. Zeit zu sehen, was in meinem Safe ist. Igitt, holt sofort eure Gasmasken. Das ist Schimmerkäse. Wir brauchen keine Gasmasken, wenn du ihn sofort isst. Ich glaube, Mila braucht unsere freundliche Hilfe. Eigentlich nicht. Ich habe um Hilfe nicht gebeten. Ah, ich glaube, es hat funktioniert. Du hast fast alles aufgegessen. Wie ist das möglich? Ich muss gleich kotzen. Ich kann mich kaum noch halten. Es ist gut, dass das alles geklappt hat. Jetzt fehlt nur noch mein geheimnisvoller Safe. Ich glaube, das ist ein schwarzes Loch drin. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Wacht auf. Es wird Zeit für eine neue Barada-Challenge. Nein, lasst uns raus. Was soll das? Hey, Mia, schau mal. Das sind ja verschiedene Schlösser. 1, 2, 3, 4, 7 Stück. Au! Oh mein Gott. Was war das denn? Lass mal überprüfen. Denkst du, wir sollen am Seil ziehen? Na los. Ich frag mich, was da drin ist. Wow, das sind ja Skittles. Ein ganzer Eimer voller Süßigkeiten. Oh, ist ja gut. Come on! Mia, zieh an deinem Eimer. Lass mal herausfinden, was da drin ist.
Oh nein, ich dachte, das wären auch Süßigkeiten. Oh mein Gott. Aha, siehst du lustig aus? Du bist voller Farbe. What? Ja, ich habe was gefunden. Hm? Marie, schau mal, das ist ein Schlüssel. Ich frage mich, zu welchem Schloss er passt. Aha, zu dem wohl. Ja, das erste Schloss ist offen. Okay. Oh, es hat sich schon wieder was verändert. Wir müssen herausfinden, was da drin ist. Schnick, schnack, schnuck. Puh, du darfst anfangen. Okay. Na gut, mal sehen. Was ist das? Das sind ja Würmer. Beruhig dich, Mia. Die werden dich schon nicht auffressen. Du musst nur den Schlüssel rausholen. Oh nein, was soll das? Voll eklig. Hä? Was ist das denn? Das ist doch gar kein Schlüssel. Ach so, das ist der Code für das zweite Schloss. Siehst du, wir haben es geöffnet. Wir haben es geschafft. Was erwartet uns als nächstes? Schau mal, das ist eine Schachtel, aus der Strohhalme rausgucken. Yummy. Ich will das nicht trinken. Okay, dann fange ich an. Oh, wie eklig. Ich kann das nicht trinken. Du bist dran, Marie. Wow, das ist richtig gut. Ich will mehr davon. Was ist denn? Kannst du vielleicht deiner Freundin ein bisschen was geben? No. Nein. Das war richtig gut. Aber da war kein Schlüssel drin. Oh nein, das heißt, der Schlüssel ist in meinem Glas. Ich tue das nur, um uns zu befreien. Hm, da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Beeilen wir uns. Wir müssen das dritte Schloss öffnen. Wow, wir sind so ein gutes Team. Hä? Was ist es diesmal? Machst du den Safe auf? Nein. Okay, dann fange ich an. Oh, das ist ja ein Schokomuffin mit Nüssen. Oh, ist das lecker? Hey, Mia. Na gut, jetzt bin ich dran. Wow, was ist das denn für ein Blaster? Ich frage mich, was er bewirkt. Hey, sei bloß vorsichtig damit. Ist ja gut. Hier, kannst du haben. Hä, wie funktioniert das? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Öffne den nächsten Safe. Mal sehen. Ah, oh, das ist ein stinkendes Stück Käse. Mir wird übel davon. Ah, ich weiß, was wir da tun können. Oh, wow, ein Regenbogenkuchen. Schau dir das nur an. So ein Stück esse ich gerne. Oh, lecker. Gibst du mir auch was? Natürlich. Hier, kannst die Hälfte haben. Oh Mann, wie lecker. What? Aua. Was ist mit dir los? Erstickst du? Ich werde dir helfen. Ah, das ist der Schlüssel, Mia. Yeah, beeilen wir uns. Großartig, wir haben es geschafft. Oh, schon wieder. Schauen wir mal. Bingo. Ene, mene, miste, es krabbelt in der Kiste. Na los, Marie, fang an. Oh nein, was ist das denn? Das sind Mäuse, Mia. Ich habe Angst vor Mäusen. Okay, ich muss ausatmen. Ich muss mich beruhigen. Okay, ich habe den Code gefunden. Mal wieder ein Code, den geben wir ein. Yeah, das war einfacher, als wir gedacht haben. Und weiter. Oh, schon wieder Strohhalme. Yummy. Hoffentlich kriege ich diesmal was Leckeres. Yeah. Probieren wir mal. Wow, das ist ja Cola. Ich liebe Cola. Yummy. Aber da scheint nichts drin gewesen zu sein. No. Okay. Jetzt bin ich dran. Oh, was für eine Abscheulichkeit. Ich kann das nicht trinken. Moment, ich glaube, wir brauchen unser Zauberblaster. Jetzt muss da sicher was Leckeres drin sein. Ich glaube an dich. Mh, ein köstlicher Schokomilkshake. Na? Nichts? Ah,
war nur ein Scherz. Hier ist der Schlüssel. Marie, darf ich mal? Natürlich. Und die nächste Aufgabe kommt in 3, 2, 1. Los geht's. Oh, wow. Du darfst als Erste öffnen. Nein, du bist dran. Okay, was haben wir hier? Ah, was soll das? Jetzt bin ich voll dreckig. Ah, wie siehst du denn aus? Jetzt bist du dran. Na gut, mal sehen. Nein! Ah, dieses Blau steht dir sogar. Oh, blöde Farbe. Jetzt bist du wieder dran. Hör auf zu lachen. Nee, lass uns abzählen. Gleichstand. Also tun wir es zusammen. Da ist der Schlüssel. Hurra, wir sind wieder frei. Herzlichen Glückwunsch. Das war der letzte Schlüssel. Lass uns sofort gehen. Yeah, wir haben es geschafft. Oh, was ist los? Ah, es ist schon morgen. Zeit zum Aufwachen. Endlich ist es Zeit für mein Lieblingsfest. Halloween. Ich hatte sogar Zeit, mein Kostüm vorzubereiten. Ich habe auch eine tolle Idee, wie man Vita erschrecken kann. Ich weiß, dass sie mehr Angst vor Geistern als vor allem anderen in ihrem Leben hat. Also nehme ich einen Luftballon und zeichne ein schreckliches Gesicht. Super, er sieht schrecklich aus. Fertig. Und jetzt gehe ich zu Vita. Ich frage mich, was jetzt passieren wird. Ich habe noch passende Handschuhe. Ach, natürlich. Was ist ein Streich ohne verstreute Süßigkeiten? Jetzt fällt nur noch der letzte Schritt. Ich bin schon gespannt, wie begeistert sie von diesem grünen Schleim sein wird. Ich soll nicht vergessen, die Zimmer zu versiegeln. Ja, ich lasse sie glauben, es sei eine Mauer. Guten Morgen. Was ist mit meinen Händen passiert? Was für ein Albtraum! Ich zeige es dir, Alex! Ah! Ah! Sehr lustig! Was ist denn das? Wie kann ich jetzt rauskommen? Nee, 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 nee! Was hältst du von meinem Scherz? Du wirst noch von mir kriegen. Kann ich es ihm heimzahlen? Genau! Es wird ihm gefallen, die blutigen Abdrücke auf dem Handtuch zu sehen. Ach so, die rote Farbe. Was ich brauche. Oh. Erledigt! Es sieht super aus! Geschafft! Aber das ist nicht genug. Ich lasse Alex sich auch in der Dusche mit blutigem Wasser waschen. Ich kann mir auch schon vorstellen, wie er schreien kann. Und natürlich, es kann nicht ohne eine klassische Inschrift auf dem Spiegel sein. Alles ist bereit. Nun, es ist an der Zeit, in die Dusche zu gehen. Ah, was ist das? Was für ein Schrecken! Hilfe! Puh, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Was ist denn das? Und da ist auch Blut. Was? Jemand beobachtet mich. Hilfe!
Alex, was hältst du von meinem Schatz? Es ist überhaupt nicht lustig. Ich habe eine Idee für einen Scherz. Ich brauche dafür eine Schachtel Flocken. Und etwas Milch. Zuerst mache ich alles wie gewöhnlich. Ich nehme die Schüssel und gebe die Flocken hinzu. Fertig. Aber das ist noch nicht alles. Ohne Würmer wird der Streich nicht funktionieren. Ich schütte die Kleinen in die Flockenpackung. Och, was passiert gleich? Vita, hör auf dein Tablet zu starren. Frühstücke lieber etwas. Ja, ja, ich stimme zu. Es ist schon die Frühstückszeit. Das ist so lecker. What? Ja, ja, ich mag auch Flocken. Ich kann nicht wegsehen. Das ist so interessant. Wo ist die Milch? Ew. Ich wünsche mir guten Appetit. What? Was? Warum bewegen sich die Flocken? Das ist furchtbar! Alex, bist du verrückt? Das war nur ein Scherz. Ich habe eine tolle Idee. Ich werde Alex die gruseligste Filmvorführung aller Zeiten organisieren. Dafür soll ich einen speziellen Tisch mit einem Loch in der Mitte anfertigen. Ich nehme Pappe und schneide einen Kreis in der Mitte. Dann bedecke ich den Tisch mit dem Tuch und schneide wir hier auch durch. Die Hauptsache ist, dass der Kopf perfekt durch das Loch passt. Ich brauche noch einen Eimer Popcorn. Das wird ein Köder für Alex sein. Er wird sich freuen, wenn er ein Gesicht im Popcorn ansieht. Der Streik hat begonnen. Oh, Popcorn! Wie cool! Und noch ein Horrorfilm. Das nenne ich das richtige Halloween. Wow! Aua! Verbeißt mich an! What? Das bin ich! Ich will dich fressen! Ha! Das ist ein Skelett im Popcorn! Hilfe! Ich wusste, dass der Streich funktionieren wird. Meiner Meinung nach war das genial. Ich muss an etwas ganz anderes denken. Eine Idee! Was wäre Halloween ohne Kürbis? Ich brauche ein Messer, schneide hier oben ab. Und dann mit einem Löffel werde ich die Nutzlosen in rein los. Damit bin ich fertig. Jetzt soll ich ein Kürbisgesicht schnitzen und es so ausdrucksstark machen wie möglich. Wow! Ich lege einige Kerzen in den Kürbis, um das Gesicht so gruselig wie möglich zu gestalten. Super. Sehr aufmerksam stelle ich die Kerze und verstecke den Kürbis unter sein Bett. So, er ist nicht da. Ich mag diesen Streich schon sehr. Jetzt muss nur noch eine blutige Spur zum Bett geleckt werden, damit Alex unbedingt darunter schaut. Dazu muss ich nur die Sohlen meiner Turnschuhe mit roter Farbe einfärben. Übrigens lässt sich die Farbe hinher nur schwer wieder abwaschen. Also wiederhol das nicht zu Hause. Okay. Let's go. Und jetzt lasse ich die Spuren. Alles, was noch zu tun ist, ist auf Alex zu warten. Ja, das war so cool. Hey? Was ist das? Wohin folgen Sie? Unter mein Bett? Huh?
glaube, es wird mich auffressen. Was bist du doch für ein Angsthase? Angsthase? Das hast aber du gemacht. Nichts Lustiges. Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche, diese Safes zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünscht mir einfach viel Glück. Ah, was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Oh, schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit? Oh mein Gott, was sollen wir jetzt so tun? Ich muss mir das einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Oh. Ah, es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, oh, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt deine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Ich frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun. Okay, das lila Schloss. Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow, jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Yeah. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Ist das ein Dinosaurier? No. Oder ein Krokodil? Nein, die wären viel zu groß. Was ist das tatsächlich? Oh, wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lass dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es. Ich frage mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh, wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich? Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, okay, ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh, wow. Es hat geregnet. Versuch es noch einmal.
Oh, wie cool. Ich liebe diese Orbis. Yes. Wunderbar. Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen. Hä, was ist das denn? Das ist ja was richtig Ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte. Nimm diesen Wurm raus. Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte. So viel Schaum. Haha, voll die coole Schaumparty. Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Macht voll viel Spaß. Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Okay. Okay. Was ist das denn? Ah, das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er. Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Oh. Oh nein. Oh, das ist ja richtig widerlich. Ha, gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht begeistert.